kostenlos testen, aber ich habe da halt die Vollversion, mehr oder weniger. Ja, ich habe die Vollversion. Ja. Aber ich komme mit XSplit irgendwie nicht so klar, da müsste ich mich hier mehr mit befassen. So, jetzt wird gebaut. So, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann ist ja auch 10. 10. Hier die Insel auf. 2, 4, 6, 8, 10. Ja. Genau. 10 Stück. So. Vielleicht reicht ja unser Kobbel dann gerade für die Umrandung. Für die Umrandelung. So, wir gehen darum, weil da können wir dann gerade den Ansatz setzen für das nächste. Dreier? Echt ein Dreier, lol. Lal. Ja, so ist es halt. Und wirklich, um in Freedom aufgenommen zu werden, da muss man muss nicht wirklich großartig Kriterien erfüllen. Es ist einfach so ein Netzwerk, die freuen sich, wenn einfach Leute dazukommen und die. Also was Unterstützung angeht, ist das wirklich top, auch was kleinere Kanäle angeht. Also ich bin wirklich vollkommen zufrieden. Und ich glaube, ich bin scheiße. Nee, ich bin doch nicht scheiße. Ja, ist nur ein Einser, dann 2. 2 Zweier. Nee, das ist so falsch. Drei. Das sind noch drei. Drei, zwei, zwei, eins. Hä? What the fuck? Also, wir haben hier drei, zwei, zwei, eins, zwei, zwei. Ne, ich lag doch nicht falsch, war richtig. Lol. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uah. Diesen Höhen, ey, da wird einem noch schwindlig. So. So, dann haben wir auf jeden Fall mal die Connection jetzt. Wenn wir gerade mal befackeln. So, Befackelung, ey. Befleckung. Oh ja, dass ja nicht irgendwelche komischen Monster auf unserer Insel rumstreucheln. Nee, das wollen wir nicht, ne? Ja, da kann ja eh nichts spawnen. So. Oh Gott. Scheiße, ey. So, mehr Ambiente. Ein Hauch von Tüll. Ja, Tüll. Hauch von Tüll. Ich wundere das echt, dass ich noch nicht runtergefallen bin. Gut, und wenn, dann hätte ich einfach direkt slash is drin. Is.
Jetzt würde ich mir ja ein Makro legen. Aber muss ich erst noch ein Makro-Mod installieren. Oh Gott, das waren noch Zeiten. Ich war ja... Vielleicht die ganz alten Zuschauer, die schon 300 Jahre alt sind, wissen vielleicht, dass ich mal auf einem größeren deutschen Minecraft-Server ein Operator war, also ein Supporter quasi. Und da hatten wir zum Beispiel für Chat-Begrüßungen oder um sich zu Leute hin zu porten, um denen zu helfen, hatten wir immer uns Chat-Makros mit einem Makro-Mod installiert. 3, 1, 2, 3. Das war immer voll die Herd und so ein Zombie-Mod rumgeflogen. War einfach richtig geil. Ja. Wir waren mal auf Platz 4 der größten deutschen Server. Platz 4, ey. Das ist schon nicht schlecht. Aber leider wurde der Server letztes Jahr im Juni, Juli aufgelöst. Ja. Aber da war ich schon länger, also da war ich dann schon ein gutes Stück lang nicht mehr im Team drin. Also ich glaube, wann war ich? Habe ich aufgehört? Weiß gar nicht mehr. War glaube ich vor 2 Jahren im November, Oktober bin ich glaube ich rausgegangen. 3, 1, 2, 3. Ja, das war sehr schön, also gute alte Dailycraft. Das waren noch Zeiten. Nee, stimmt doch gar nicht. Also auf jeden Fall, sie wurde letztes Jahr im... Nee, es wurde später letztes Jahr aufgelöst. War ein gutes Stück später letztes Jahr. War nicht so früh. Ja, auf jeden Fall, ja, war ein schöner Server. Bestimmt auch irgendwo noch ein Video. Oder das war noch auf dem alten Kanal. Das kann natürlich auch sein. Dass das dann, ja, müsste ich mal suchen. Ob ich vielleicht was finde. So, hier auch noch eins. Das muss ich mir jetzt gerade mal angucken. Kanal, Videos. Huch, sorry. Suchfunktion, wo bist du da? Daily. Direwolf 20. Ah, das ist alte Direwolf 20 Let's Play hatte ich auf dem Dailycraft Server. Ach Gott, das ganz alte Intro. Ja. Ganz alt. Das war's, ja, das war's erste Feed the Beast Let's Play. Ach du Scheiße. Wie lange ist denn das schon her? Das ist schon über ein Jahr, ja. Da ist noch das Intro vom alten Kanal. Das hat so grottig ausgesehen. Aber das sah irgendwie sogar noch fast besser aus als mein jetziges. Und die Qualität der Videos, die war so miserabel. Scheiße, ja. Scheiße. Ja. Ach ja, wie schön. Und was ich. Oh, ich hab noch so viel zu tun, ey. In den Sommerferien vor allem. Kanaldesign überarbeiten, was auch heißt, ein neues Intro zu machen. Dann, ja, halt das alles einzuführen, vielleicht. Also das Branding werde ich dann dementsprechend wahrscheinlich auch ändern. Das jetzige, das ist ja nur vorüber, was weiß vorüber, es war ja nur so ein Probeding. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, das Design ist schlicht und hat halt was Smoothes. Danke, Axt. Ah, meine Hand. Ja. Und für die Leute, die nicht genau wissen, was ein Branding ist, das ist dieser... Also, das ist quasi ein
sowas wie ein Brandzeichen. Ja. Halt so ein Zeichen, was den Kanal wie. Oh Gott, meine Nase ist gerade voll zu. Halt etwas, was den Kanal widerspiegelt. Ja, und bitte dieser komisch weiße Rand um meine Videos rum. Das ist mein Branding. Und dann mit diesem einen bunten Rand, wo dann innen drin das Logo ist. Beziehungsweise das, was ich dann gerade spiele. Das ist dann mein Branding. Ja, das werde ich noch bearbeiten. Alles überarbeiten. Wird einiges bearbeitet. Completely. Alles. Weil, ich denke, wenn man das ein bisschen, sagen wir mal, professioneller aussieht als jetzt. Also jetzt sieht es schon, ich finde, es sieht jetzt nicht schlecht aus, nur das Kanaldesign passt eben absolut gar nicht mehr. Weil das ist eigentlich hauptsächlich komplett Minecraft orientiert. Und halt noch aufgelistet, was noch anderes gespielt wird. Aber es ist ja so, dass Minecraft eigentlich nur nebensächlich kommt. Also zwei Folgen am Wochenende, weil das halt so die Grundsteine des Kanals sind. Wie ich auch schon mal erwähnt habe, ich weiß ja nicht, wie es mit Skyblock aussieht, aber ich will das so gut wie es geht halt am Leben erhalten und Hackett bleibt, egal was passiert, ob dann Zuschauer sind oder nicht. Das wird ewig bestehen bleiben. Das wird mein endlos Let's Play. Das habe ich aber auch schon ein paar Mal gesagt. Also da kann Hate kommen, was soll das? Das bleibt bestehen. Wenn es auch immer so regnet, so regelmäßig kommt, aber das kommt. Genau wie Skyblock. Das ist ja was ja eigentlich. Ja. Skyblock sind jetzt halt die Möglichkeiten dadurch halt noch mehr begrenzt, aber. Leute, wir haben noch nicht mal die erste Etage komplett fertig. Da muss eine Etage rein. Da kommt dann noch eine Etage drauf und wahrscheinlich noch eine Etage drunter. Das wird ja auch allein noch mal einige Folgen füllen, dieses Monsterfarm da zu überarbeiten. Also das wird alles, das hat alles noch und Tacket will ich jetzt gar nicht anfangen, was da noch alles zu machen ist. Also ihr habt ja noch, könnt euch noch ein paar schöne Projekte freuen. Und ich wollte jetzt halt sagen, dass wenn das Kanaldesign generell, also mit Intro, allem möglichen Banner ein bisschen professioneller aussieht, dann denke ich, wird dann die Zuschauerzahl auch noch mal ein bisschen anwachsen, wenn die sehen, oh ja, der hat da ein bisschen was drauf. Dann sind die Videos bestimmt auch nicht so scheiße. Weil man geht ja wohl eher auf einen Kanal, wo es Design geil aussieht, als auf einen, wo es scheiße aussieht. Aber mal jetzt gehört, also die Hühnchen werden immer weniger. Und das habt ihr gehört, ja. Ja, wo man dann gehört hat, oh ja, der macht eigentlich gute Videos. Ich hab gedacht. Wo man gehört hat, ja, der macht eigentlich gute Videos, aber hat halt so, was Design angeht, überhaupt nichts drauf. Okay, ich sage jetzt nicht so, dass ich jetzt wirklich da voll der krasse Over-Motherfucker bin, also was so Design angeht. Vor allem, weil ich viele arbeiten ja mit Photoshop, aber ich könnte mir das theoretisch cracken und was weiß ich alles, aber ich arbeite mit GIMP, das ist kostenlos, damit komme ich auch gut zurecht, da habe ich mich jetzt über die Jahre dran gewöhnt, ich benutze auch kaum was anderes. Ja, das ist eigentlich, komme ich super mit zurecht, kennt mich da auch recht gut aus und da bin ich mit zufrieden und wir gehen mal Kühe breeden. Und so sieht, werden das doch schon zwei Folgen. Ja, yeah, nice, nice. Hallo, mein kleines Schweinchen. Liebt euch, liebt euch. Liebe. Yeah. So. Gut, Leute, da haben wir ein bisschen was gemacht, getan, bekommen. Würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder am Montag bei einer Runde WW Supercard.
Oder morgen bei der 100. Folge Tech. Oder bei einem anderen Video. Ja. Ciao!